Na gut, gleich wieder raus hier und zurück zur Taverne. Das war die hier. Hat natürlich nicht auf. Ah. Na gut, dann gehen wir ganz kurz zum Krämer, verkaufen da unseren Goldschmuck, den wir ja irgendwo eingesackt haben. Genau den da. Danach können wir noch zum Schmied und die beiden Roben verkaufen. Und ich guck mal ganz kurz gleich... Oh, Glasflasche kann auch weg. Ich guck mal gleich ganz kurz, wie viel das Gift wert ist. Was zur Hölle, warum ist er jetzt rausgegangen? Ich habe doch auf Talana geklickt. Also nochmal, wir würden gerne den Goldschmuck loswerden. Wir hatten hier irgendwo... Oh, das Angstgift können wir ja gar nicht verkaufen. Dazu müssen wir wohl zum... hat er schon wieder gemacht. Na gut, also um das Angstgift zu verkaufen. Warum stürzt das immer wieder ab? Verkaufen? Talana. Will er nicht. Na gut, ich habe jetzt schon zweimal den Faden verloren. Also, um das Angstgift zu verkaufen, müssen wir wahrscheinlich zum Kräuterhändler. So, das wollen wir verkaufen für 20%, das reicht. Hier habt ihr das Geld. So, raus. Raus. Und gucken, was bei Talana los ist. Also es kann nicht sein, dass sie überladen ist mit allen Slots. Das sind auch andere Charaktere und die konnten trotzdem verkaufen. Ja, wir konnten auch hier reinblättern. Ist der Mangbilani, der Vulkanglasdolch, vielleicht verhext? Na gut. Sie hätten momentan eh nicht zu verkaufen, aber das sollten wir im Auge behalten. So, Firunia von Olport. Da machen wir erstmal gute Miene zu bösem Spiel. Denn wir wollen zwei Roben verkaufen. Oh, die bringen hier nur 15 Dukaten das Stück. Es kann sein, dass es von der Ortschaft auch abhängig ist. Aber na gut. Wir werden noch oft genug nach das Poter gehen und da Sachen mitnehmen. Da sollten wir jetzt nicht jedes Mal zwei, drei Ortschaften weiterreisen. Kann sich der Waffenhändler hier halt eine goldene Nase verdienen. Ist ja auch okay. Wir hätten gerne 40%. Hat sofort geklappt. Sehr schön. 42 Dukaten mehr. Gwendolyn hat noch Tyrix Orknase. Und das magische Kurzschwert ist nur 3 Dukaten wert. Das ist doch albern. Und der Rapier. Der Rapier ist eigentlich eine Ersatzwaffe von Jallen oder Myrrhem. Könnten wir aber eigentlich auch beide verkaufen, weil so oft kommen die echt nicht in Nahkampf. Nee, lass mal lieber. So, und jetzt wollten wir auch noch zum Kräuterhändler, der hier war. Und da die Gifte eventuell recht teuer sind, schmeicheln wir uns auch hier ein. Euer Laden wurde uns empfohlen und es ist uns eine Ehre, hier einzukaufen oder zu verkaufen. Oh, 150 Dukaten. Okay, es sind 10% von dem, was wir gerade haben, aber es ist trotzdem eine ganze Menge. Bannenstaub, Bannenstaub. Ich glaube, es hatte irgendeine magische Wirkung. Aber da ich eh nicht so ein Fan von Giften bin und wenn dann eh nur eins benutzen werde, das ganz einfach ist, also mehr Schaden, verkaufe ich die doch einfach mal. Sollten wir die wirklich irgendwann mal brauchen, können wir sie auch im Laden wieder kaufen. Also ja, die beiden werden verkauft. Was hast du noch? Ein Angstgift. Ja, wie gesagt, ich bin eher der Schadensmacher, also kann das Angstgift ruhig weg. Falls wir jemanden verängstigen wollen, können wir einfach Talana auf ihn hetzen. Also mit Horiphobos, nicht was man jetzt so sonst denken könnte. Und wir würden gerne feilschen. 50%. Okay, 40%. Sehr schön. Sind wir bei 1682 Dukaten. Okay, wir würden noch gerne was kaufen. Und zwar... diese Gifte würde ich benutzen. Kröten, Schemelgift und Shuri-Knollengift. Die machen, glaube ich, nur Schaden. Also nur, in Anführungszeichen. Der Krötenschemel ist genauso teuer wie
das Gift. Das ist ja auch praktisch. Na gut, nee, ich wollte eigentlich 1, 2, 3, 4 Zaubertränke kaufen, die wir eben gerade schon verbraucht haben. So, 50% Quenlin. Ah, 40% Quenlin, schöne Sache. Das hat sich doch mal gelohnt. Du bist nicht überladen. Du hast auch noch Platz. So weit, so gut. Wir haben es aber immer noch erst 10 Uhr. Aber wir wollten ja sowieso noch nach dieser... ich habe es mir aufgeschrieben. Wie hieß sie nochmal? Eliane Windebeck. Oder so ähnlich. Fragen? Ja, genau. Und das wollten wir in der Taverne. Gerugon. Unterhalten wir uns halt mal mit dem Hafenmeister ein wenig. Es gibt ein Schiff nach Torwahl. Na gut. Wir wollen aber nicht unbedingt so weit weg. Wir haben noch eine ganze Stadt zu verwüsten. Und auszuplündern. Am besten erst ausplündern und dann verwüsten. Können wir nicht hier irgendwo einfach direkt rasten? Naja, schade. Na gut, dann laufe ich halt einfach immer nur hin und her. Ich glaube, durch das Laufen geht die Zeit schneller vorbei. Ja, die Sonne rast geradezu. Nein, nicht wirklich. Über das Bild hier. 15 Uhr? Nee, 13 Uhr. Das hätten sie noch einfügen können. So eine Rast. Ich habe nichts gesagt. Ich habe echt nichts gesagt. Oh, aber hier steht nicht, wie lange sie schlafen wollen. Nee, das mache ich lieber nicht. Oh, hier waren ja noch Hütten, wo wir nicht drin waren. Also, die auch noch nicht auf der Karte eingezeichnet sind. Hätte sich schön angeboten, dass sie hier wohnt. Aber tut sie nicht. Na gut. Dann halt... Oh, hier ist eine neue Taverne. Der Pelikan. Hallo, Pelikan. Nur wenige Gäste. Na gut. Dann hätten wir gerne 6 Bier und, ihr kennt euch doch aus hier. Kennt ihr vielleicht Eliane Windebeck? Sicher, sie wohnt gleich am ehemaligen Ortsausgang zu diesem Drecksnest im Norden. Ja. Gut, das reicht uns schon. Aber wir werden gerade eingeladen. Na gut, einen nehmen wir noch mit. Und zwar von Egil Hjörsson. Auf der Landstraße nach Värmäck gibt es etwa auf halber Strecke eine recht brauchbare Herberge namens Golfblick. Okay. So, Mürrem hat sich etwas betrunken. Und Richtung das Pota soll das Haus von dieser Frau sein. Hier geht's nach das Pota. Er will seine Ruhe. Er will auch seine Ruhe. Oh, hallo. Ihr klopft. Eine recht hübsche Frau im mittleren Alter öffnet euch. Mit wem habe ich die Ehre? Wir stellen uns vor. Erfreut, mein Name ist Eliane Windebeck. Was führt euch zu mir? Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Und in welcher Angelegenheit hat euch der Hetman geschickt? Hügelig, wir suchen sein Schwert. Ein interessantes Thema, aber kommt doch erstmal herein. Sie bittet euch, in einem gemütlich eingerichteten Raum Platz zu nehmen und serviert euren vortrefflichen Wein. Warum interessiert ihr euch für das Schwert? Ihr berichtet von eurem Treffen mit dem Hetman und erzählt die ganze Geschichte, so knapp es eben geht. Die Frau lässt euch in Ruhe ausreden. Dann sagt sie, ich habe mich selbst eine geraume Zeit lang mit Hügeligs Geschichte beschäftigt. In Breida gibt es einen gewissen Askrim Thorboldsson. Meines Wissens ist sein Urgroßvater der einzig Überlebende der Expedition ins Orkland. Ich war mal da und er hat mir eine Reihe von Namen genannt. Aber ich erinnere mich kaum daran, weil er mir noch so viel anderes Zeug erzählt hat. Oh, Askrim Thorboldsson. Gucke ich mal kurz auf meine Liste. Oh, ich habe hier einen Askrim Thorboldsson in Breida. Und dahinter stand in Klammern Lügner. Naja, sagt sie auch. In Breida gibt es einen gewissen Askrim Thorboldsson. Na gut. Den sollten wir auf jeden Fall nochmal aufsuchen. Was hat er denn noch so erzählt?
In Torval habe ich dann erfahren, dass es noch direkte Nachfahren von Högelig gibt. Seine Urenkelin, Swafnild Egilsdotter, ist Seefrau. Sie kommt zwar aus Gjall, aber weil sie ständig mit ihrem Schiff Jollans Stolz unterwegs ist, habe ich sie nicht angetroffen. Ja, wir haben sie aber schon angetroffen und sie hat uns mitten in einem Kaff abgesetzt, wo wir wochenlang nicht weggekommen sind. Daran erinnere ich mich auch noch. Gut. Und dann gibt es noch Jasmar Tinmasdotter aus Klanek. Leider hatte ich keine Zeit, jemals dorthin zu reisen. Man hatte mir gesagt, sie hat auch irgendwie mit Hügeligs Geschichte zu tun. Jasmar Tinmasdotter, da waren wir, glaube ich, erst vor kurzem. Ja, ist schon durchgestrichen. Den größten Erfolg hatte ich in Fexkaer. Dort hatte ich sogar eine Karte aus seinem Nachlass erstanden. Oh, sie hat eine Karte? Von einem Alric de Rondan. Also ich habe nur einen Gerbald oder so in Fexkaer. Na gut. Von einem Alric de Rondan. Es ist allerdings nur ein kleiner Fetzen, vergilbtes Pergament. Mehr weiß ich nicht. Aber das ist schon eine ganze Menge im Vergleich zu dem, was die meisten Torvaler über ihren großen Hetman wissen. Diese Karte, können wir die haben? Die gebe ich natürlich nicht gerne her. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun würdet, wäre ich schon dazu bereit. Vielleicht hätten wir sie doch erstmal ein wenig bezirzen sollen. Wir konnten ja sagen, dass sie ja so eine gebildete Frau ist und so weiter. Aber es hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Na gut, was für einen Gefallen sollen wir denn tun? Der Namenlose versucht, auch hier im Norden Fuß zu fassen. Irgendwo auf Jalland gibt es einen Tempel. Man muss das Bestreben der Namenlosen möglichst schon im Keim ersticken, doch bin ich alleine nicht dazu in der Lage. Könnt ihr mir vielleicht helfen, auch wenn ihr eine größere Aufgabe im Auge habt? Aber gewiss, wir helfen euch gerne. Denn es gibt ja nicht nur ein Übel, das Jalland gesehen hat in ihrer Prophezeiung, und ein Tempel des Namenlosen sollten wir auf jeden Fall ausräuchern. Es freut mich, dass ihr mir helfen wollt. Kommt wieder, wenn ihr auf Jalland wart und den Dienern des Namenlosen dort das Chaos gemacht habt. Zum Dank werde ich euch Hügeligs Karte überlassen. Nun müsst ihr mich aber leider entschuldigen, denn ich erwarte in Kürze einen Schüler zum Unterricht. Sie bringt euch zur Tür und verabschiedet sich. Das war doch mal ein sehr schöner Zufall, dass wir hier auf sie gestoßen sind, denn wir haben so denn noch ein Kartenstück. Unsere Helden haben zwar gesagt, man kann schon so etwas auf der Karte erkennen, aber lieber sicher als irgendwo in der Wildnis rumwandern. Das heißt, wir werden uns jetzt weiter um das Boot da kümmern, da es ja, wie wir gesehen haben, hier recht schicke Sachen gibt. Und danach werden wir uns nach Jalland aufmachen. So, jetzt wollen wir aber erstmal schlafen, um die letzte Astralenergie wieder zu bekommen. Nein, wir wollen nicht im Pelikan schlafen. Hier? Ja. In Roarlifs bescheidener Hütte. Schlafen wir jetzt 2 Tage. Und Talana meditiert für, sagen wir mal, 8. Kann sich aber nicht genug konzentrieren. Schade. So. Ja, könnte eigentlich ruhig ein bisschen mehr sein. Wir haben den 18. Hesinde. Das heißt, nur noch 1-2 Wochen, bis der Gebirgspass zu ist. Aber da müssen wir eh nicht mehr durch. Wir haben die Ruine und die Höhle befreit. Befreit. Geplündert natürlich. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr hoch. Nur noch das Pota und da ist kein Gebirge im Weg. Und danach wollen wir nach Jalland. Das wird die Insel entweder oben links sein auf der Karte oder die im Golf. Also in der Mitte. Also auch kein Gebirge. Ja, Zeit ist egal. Das heißt, wir können ruhig noch 2 Tage schlafen. Also, natürlich ist die Zeit nicht egal. Aber ich denke mal, genug Zeit für sowas werden wir auf jeden Fall noch haben. Meditieren, nochmal 8. Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Zurück nach... Nicht zurück nach das Boot. Erstmal abspeichern. So, dich kennen wir doch schon. Hallo zum 3. oder 4. Mal.
Wir würden uns nur ganz kurz in eine Nische verdrücken und abspeichern. LP 53. Und wir sehen uns gleich wieder und wir machen uns dann wieder auf nach das Prota.